Willkommen zurück zu Let's Play Mingwan Surface 3 Black Ace. Im letzten Part sind wir hier mit Yuji angekommen und unser Vater leitet uns, dazu müssen wir aber Erinnerungen finden. Lass mich einfach mal an die Sitem dran, ihr scheiß Grimsen. Ah. Vielen Dank. Und wir bekommen Wood Panels. Wie viele haben wir von diesem scheiß X-Shot, V-Shot, Panels, bla bla. Viel zu viel. So, wir haben das, das, das und das. Das müsste reichen. Wenn nicht, dann habe ich mich geirrt. Kann ja auch mal voll vorkommen. What the hell war that? Ja, jetzt habe ich B-Step und habe keine Ahnung wofür. Na, gibt es immerhin eine Battle Card. Ohne Tennis finde ich auch ganz gut, auch wenn es nur 360 sind. Und irgendwie tut mein Zahn weh. Nicht so schön. Okay, dann wollen wir uns mal zur zweiten Plattform begeben. Die sich dann gleich dort befindet. Aber wir mal stellen uns sich wer in den Weg. Ja, wir kennen diese schwarzen Löcher ja schon. Ja, die Nerven. Zum Glück ist es im dritten Teil nicht so dramatisch, denn hier habe ich ja eigentlich permanent nur Schwertkarten dabei. Im ersten Teil war es schon etwas nervig. Immer zu warten, bis ich mal eine Karte vom Schwertattribut habe. Lasst mich in Ruhe. Dreck. Das hat mich doch gar nicht getroffen. Hust, hust. Oh. Schade, dass ich keine Battle-Karten hier rausbekomme. Finde ich echt schade. Spooky! Oh Gott. Echt schade, dass ich keine Karten hier rausbekomme. Oh, geht ja noch weiter. Fast vergessen. So, jetzt. Nee, Sprinter. Interessant. Fehlt noch einer. Bin gespannt, ob, wenn man hier jetzt drauf drückt, darf ich mal drauf drücken? Ob es jetzt nur einer anzeigt oder nochmal alle drei? Hätte jetzt schon zwei Holds auf einmal, das wäre im ersten Teil echt nicht amüsant gewesen. Mensch. Ernst im Ernst. Oh. Mal gucken, das hier zählt nicht an Schwert, ne? Der zu schön. Oh, saug meine Dinger ab, Schüsse. Aber da, hier hast du ein Bushido. Theoretisch hätte ich mich zuerst heilen sollen. Egal, Bushido. Ich liebe Bushido. Von 0 auf 100. Und mehr. Poison Storm. Vergiftet das die Gegner? Gute Frage. Hi, Mega. Willst du? Ja, hier ist schon das, was du willst. Oh, hier ist ein Item. Will ich haben. Und wir bekommen Mutate. Oh, geil. Das ist ehrlich eine geile Karte, muss ich sagen. Dafür kommt jetzt aber. Wo bist du, Feuer? Dancing Fire, ehrlich raus. Mu Technology ist so geil. Das werdet ihr sehen, wenn ich es einsetze. Aber es ist ein Poison Storm. Attack using Poison Panels on Field. Ja, jedes Poison Panel verwandelt sich in halt so eine Wirbelsturm, glaube ich. War das. Kommt schon, bevor ich da bin und drücken kann. Oder kommt gar nicht, ich weiß nicht. So, Mu Technology. Ach, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Na dann, Bushido. Wow, nein, Karten verloren. Heilen sollte man zuerst. Hatte ich eben schon den Fehler gemacht. Oh, wow. Alter. Hört auf zu nerven. Im Ernst. Das ist nicht lustig. Deswegen meine ich, Thunderhead ist ein bisschen übertrieben. Weil man es selbst macht, eine 9x9 Areal, bam, Donner. Schon wieder Poison Storm, warum kriege ich zweimal hintereinander so einen Kater? Kann auch nicht angehen. Oh, hier ist keins. Hier ist keins, ich habe eben mal gedrückt. Warum ist hier keins? Naja. Einmal das. Sword Fighter.
Und jetzt. Deswegen ist das so geil. Geht durch alle Gegner in eine Reihe. Und es gehört nur. Och, komm schon. Mal sehen, was haben wir denn jetzt Schönes? Schon wieder dieser Donnerkopf da. Fertig. Gut. Mit einer Einhand gespielt, weil... Alter, komm schon! Das kann doch nicht angehen. Drei Kämpfe umsonst. Im Prinzip. Los, Piranha! Es ist Fütterungszeit. Wow, hat alle vernichtet. Hätte ich nicht gedacht. Naja, effektiv, deswegen. So, wieso? Ja? Im Ernst? Nicht hier? Wo denn? Ohne Scheiß. Gibt's überhaupt noch einen Weg? Gute Frage. Ach komm, Bushido muss reichen. Zwei gezielte Schläge. Wie war's noch mit gezielt? Ein gezielter gereicht auch aus für zwei. Vulkan zieht drei. Jetzt haben wir dich schon zweimal. Nicht super. Nervig. So. Hier war ich doch schon. Ja, hier war ich schon. Das weiß ich ganz genau. Und wo ist noch eine? Habe ich ehrlich was übersehen? Das würde mich wundern. Nicht. Okay. Nein, zuerst heilen. Das Thema hatten wir schon so oft. Es zählt zu schwer, die Ressource. Das wäre auch ein bisschen verwunderlich, wenn nicht. Gut, Skull Arrow. Hier war ich auch schon. Dreck. Da war nämlich ein Item. Das, das. Und leider nicht ganz fertig, aber okay. Einer ist immer tot. Jimmy Spark X. Einmal das, einmal das. Noch aufballern. Durch den Schild können wir es ignorieren. Ach, war ich auch eben auch dran, ne? Ja, wo ist denn das? Hier oben ist nichts. Da oben waren wir eben, da war es nicht. Oder müsste man zurückgehen? Oh, eine Holy Panel. Oh. Oh, geht alle erstmal weg. Geht alle immer weg. Oh, das müsste ausreichen. Mit vollem Leben. Ah, geht doch. Es geht mir ja Buster 3, aber ach, dann nicht. Okay, da oben ist es nicht, dann gehen wir einfach mal zurück. Ach, stimmt, hier ist ja auch noch ein Weg. Entschuldigung, voll vergessen. Mein Fehler. Ach was, passt schon. Mal geht? Finde ich super. Das geht weiter. Gut. Hier ist dann das letzte, was wir brauchen. Ach Gottchen. Wetten, es geht nochmal mit Crimson los, wenn ich da bin. Oder ein Kampf kommt und dann geht's mit Crimson los. Kann auch sein. Diese paar letzten Meter. Los, Cygnus, hau alle weg. By the way, glaube ich, dass man diesen Thunderhead erst treffen kann, ja, wenn er alle seine Dinger verloren hat. Deswegen finde ich es ein bisschen nervig. Aber die Karte selbst ist eigentlich ganz nett.
Nee, ich jetzt nur noch schnell zurück. Und dann gibt's Bossfight und dann ist der Kampf hoffentlich Part erstmal vorbei. Ah, wenn wir hinkommen. Was nehmen wir denn? Wir nehmen das hier. Oh, heilen zuerst, das Thema hatten wir schon so oft. Oh Gott. Countdown. Oh, geh weg. Sickness Wing. Los, vernichte alles. Warum auch immer wir ständig 0% haben, das regt mich irgendwie auf. Na, hier aber 3 werde ich nicht benutzen. Kommt jetzt noch Crimson eigentlich? Wäre verwunderlich, wenn nicht. Okay. Noch einen letzten Kampf vom Bosskampf. Kann ja nicht schaden, außer mir das ganze Leben zu rauben. Ach ja. Oh, Technology. Er hat sich selbst halt getroffen. Habe ich das richtig gesehen? Er stand doch in der Mitte. Na, speichern wir nochmal. Und dann geht's auf den Bosskampf. Ja. Nur einen Schritt weiter, oh Gott, und davon musst du noch. Ja. Kampf, komm. Memory belonging to Calvin has surfaced. Where am I? I see. It was close, but I was able to escape from the space station somehow. Then thankfully Omega Xis was able to turn me into a EM being. He must have made this barrier for me too. I owe him a big time. At least I have a chance to make it home this way. I'm stuck adrift in space at the moment, but Geo, hope. I'll make it home. Make it home. I promise. Ew, das ist die Erinnerung, die wir haben. Geo, you are such a strong kid. You can overcome anything. Take care of your mother for me. Hope. I won't give up. Und weg mit der Barriere. Und wer erwartet uns? Auf der ersten Hälfte. Natürlich, eine Karte landet dort und das Karte ist. Whoop! Diamond Eyes, wer hätte es gedacht? Diamond Eyes? It's not the same Diamond Eyes that you fought before. The Crimson that was released when she was off. Of control is now a part of Milio G. It is not a difficult task to reconstruct the data. Did Jack and Mistia set this up? Either way, nothing is going to stop me from moving on. We're off the chain. We won't even break a sweet with this one. Matchbox Mega. Ja, es ist nicht schwer, sowas wiederherzustellen an Daten. Diamond Eyes Version 2. Und ich pausiere mal kurz. So, da bin ich wieder. Und tolle Karten, die wir da bekommen. Sehr tolle Karten. Das Einzige, was wir machen können, ist A-Button drücken und 600 Schaden anrichten. Denke ich mal, dass das 600 sein soll. So in etwa. Und wenn das zum Beispiel so gut läuft bei der Diamond R-Variante, dann müsste sie in 10 Sekunden platt machen. Und das ist. Wie soll ich sagen, etwas. Dreck, Dreck. Stimmt, die Moon-Barriere gibt's ja auch noch. Wie schön, dass es nicht trifft. Alter, krieg ich mal vernünftige Karten hier. Das kann aber nicht angehen. Ja, jetzt kann ich's machen. Durch die Eisblöcke kann Sickness meines Glaubens nicht. Ja, sieht man da. Wieder die Moon-Barriere. Oh, ja, diesmal nicht, diesmal nicht. So, jetzt kannst du deine eigene. Leck mich! Wieso? Gamepad, ich wollte diese Attacke, die sie gerade macht und so. Mann, ich wollte, dass sie ihre eigene Medizin schlucken. Jetzt kann sie mal ihre eigene Medizin schlucken. Meine Jüde. Oh Gott, wie ja.
Ich dachte schon. Ich dachte schon, sie kann nur den Stein dann anvisieren. Hm, naja. Nichts bekommen wir dafür. Ah, doof. Naja. We're running out of time. We have to keep moving. Ja, keine Zeit verlieren. Weiter geht's. Push on through, kid. Leave the crimson to me. Bla bla bla. Ich mag irgendwie den B-Button smashen. So, bislang gibt es nur einen Weg. Hier gibt es eine Trennung. Gehen wir mal zuerst links lang. Ach ja. Muss der so kommen. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber tschüss. Ich habe nichts gesagt von wegen bereuen. Tatsächlich und wir links geht's wirklich weiter. Ach nein. Nerv nicht. Geht's hier überall lang? Okay, ich sollte mal das hier sowieso machen. Dort, dort und dort und dort. Da war kein zu eins, oder? Nee. Ach Gottchen. Das wird ein Spaß. Oh. Oh, ich wollte schon sagen, bitte habe ich Piranha. Und ich hatte Piranha. Finde ich super. Schnell vorbei. Immer gut. Timebomb 2. Ist eine Karte, die wir dann noch nicht haben. Magnisch. Ein Item. Und wir bekommen 1460 Cent. Ach, da fällt mir ein. Da, wo ich ein bisschen gelevelt habe, immer die zwei Items wiedergeholt und dann ausgepult, wieder Items, ausgepult und die haben meistens Cennies dran, also ist Farm ganz nett gewesen. So, Cygnus, Buki, Hyun. Cygnus, oh ne, der hintere hat sich, oh ne. Oh, trifft trotzdem, finde ich nice. Sehr nice, so. Grand Wave 3, die hatten wir auch noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Nervt nicht. Mein Gott, das hier ist noch verwinkelter als ohnehin schon. Und hier müsste eins sein. Geht doch. Ach Gott. Ich glaube, ich werde hier dutzend Male hin und her müssen, weil ich nicht genau weiß, wo das ist. Wir müssten schon hinhauen. Der Schaden wird ja erhöht. What the hell? Was? Wieso hat der Typ eben nicht gestorben und so? Eigentlich hätte er gestorben und so. Ich hab keine Ahnung. Bushido. Various so. Ah, die schon wieder. Ich weiß nicht, ob wir. Die hatte ich glaube ich noch nicht, ne? Das sind einer der besonderen Karte. Setzt, Spread Armor? Was? Wir haben einen HP-Bug, aber unser, Schussgeschwindigkeit und was weiß ich wird auf maximal gesetzt, so wie bei Black Ace Modus. Also, ne? Wie bei Meteor Server Access. Genau so. Schnell schießen wir dann. Wir haben halt einen HP-Bug, aber dafür haben wir kein, betriebener Modus noch. So, ist hier was? Ja, geht doch. Dann müssten wir hier theoretisch alles haben. Nur da oben nochmal rechts abbiegen. Und noch weiter oben auch noch rechts abbiegen. Oh, da sehen wir einen Mu, Dingsens. Aber was auch immer. Das und wir werden nicht Mu, Dingsens benutzen. Weil wir Aerator haben und Beastweb und dadurch nicht mehr Mu, Dingsens benutzen können. Zack. Über 100% und gib uns eine gute Karte. Nice Fragment. Wo wir Sword Fighter haben. Nächste Version. Oh, da ist ein Item, wo wir gleich hin wollen. Nett, nett. Finde ich super. Gut, dann sind die anderen zwei dort oben auf der anderen Seite. Kombi Slap nochmal. Die Nummer kennt man ja. Nein. Geht doch.
Ach, ich liebe Beast Slap nochmal. Beast Slap ist einfach nur so Beast Slap, ne? Ihr wisst, was ich meine. Mit Area Eater, das, ich hab's noch nie bis zu diesem Ende. Oh, Alter. Bis zu diesem Ende ausgehalten, mit Beast Slap irgendwie drin zu haben und Area Eater, weil. War schwach, aber da durch die Rogue Noise. Geil. Okay, nicht gerade die besten Items, aber immer ein neues Fragment dabei. Nerv nicht. Ha, ich habe alle schon mal gut einlassen. Zwei Level-Ups. Oh Gott, wie viel wollen wir noch bekommen? So viel AP hatte ich ehrlich noch nie. Oh, hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir hier lang. Rechts lang. Ja, ich glaube, Part sollte auch bald wieder mal beendet werden. Das ist meine Meinung. Aber naja. Komm, über 100% behalten wir. Oh Gott, wie lange nehme ich schon jetzt die letzten Parts hintereinander an einem Tag auf und die Tage sind auch hintereinander. Ich habe irgendwie gerade voll Bock drauf. Obwohl mir gerade ein bisschen die Lust verliert. Okay, da ist die Wand. Oh Gott. Okay, gut. Alles gut. Was? Worum geht's hier? Oh, hier geht's zurück. Was? Ach, stimmt ja. Oh Gott. Hier war die Teilung. Und da bin ich geradeaus nicht hingegangen. Okay, alles klar. Hab nichts gesagt. Und ich gehe da oben zuerst lang. Das heißt, wir gehen gleich erst zurück. Oder ich würde sagen, wir sammeln so lange. Oder ich sammle so lange. Das sage ich immer hier. Hier ist cool. Ich ziehe euch mit ein. Der Part wird erst beendet, wenn halt alles drin ist. Erinnerung. Bushido ist einfach klasse. Hier aber zwei, ne, danke. Ach Gott. So, gib mir irgendwas Nützliches. Zum Glück habe ich noch einen Unlocker dabei. Holy Panel, oh Gott. Nein, gib mir doch einfach mal was Besseres. So, jetzt warte ich hier und guck mal, wo die Dinger nochmal waren. Genau, vorbei, Kampf. Ach, Mann. Kann ja nicht anders verlaufen. Nee, Area Eater würde es nicht bringen. Wobei, einmal schon, aber würde ich das benutzen? Nein. Nehmen wir doch lieber oben hier die Reihe. Merdig. Das hier zuerst weg, ja, am meisten, dann kommst du und so gehen. Vielen Dank, jetzt können sie so lange aufballern. Nein! Knapp unter 100% gehauen, oh Gott. Ne, hier ist nichts, da sind die noch. Ach, auf der anderen. Was? Sieht haarscharf so aus. Nur, dass unten halt was anderes ist, da oben war ich eben. Die Slap. Ich werde hier unten, ne? Ja. Aber ich will trotzdem nochmal. Wow, wow, wow. Nein, kein Kampf, kein Kampf. Chill mal. Oh, wieder ein Kampf noch. Ja. Ah, wie man es nimmt. So. Bushido, da und da. Passt. Bushido. Die Barriere. Ich mag die Mu-Barriere, obwohl ich sie am Anfang nicht verstehe. Was, sie auch nicht? Okay. Gehen wir doch, müssen wir doch. Was? Was? Ich raff's nicht. Wo müssen wir hin? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade mit meinem Mingang die. Passt. Kein Konter, also. Passt doch nicht. Aber genauso wollte ich es haben. Nur dass ich beinahe meine Bedenken hatte, es zu früh zu aktiviert zu haben. Snowball 3. Jetzt im Ernst. Jeder Boss ist hier zurückgeben.
Da und da. Da und da. Zwei so. Hm? Sollte ich eben da, wo die doch waren, nochmal nachgucken? Okay, machen wir es einfach. Der Part wird eh so lange dauern, bis wir sie gefunden haben. Okay. Oh, tut trotzdem. Warum das? Soll jetzt nicht nochmal den Mr. Herz ansehen. Puh. Auch wenn ich die nicht brauche, Mr. Herz sammle ich trotzdem. Gut. Doch. Nicht euer Ernst. Na gut. Okay. Aerator. Passt. Meine Hülle. Ist da am anderen Ort wahrscheinlich auch. Aber komischerweise, warum standen wir hier nicht immer mit 50%? Nein, stimmt ja, das war irgendwas. Moment, ging's überhaupt? Ja, hier ging's. Oh Gott. Verwirrend. Und ich würde auch sagen, die Erinnerung schauen wir uns auch im nächsten Part an. Bedeutet, wie regeln wir das am besten? Ein Aerator reicht nicht aus. Das, das und das muss da hinhauen. Okay, doch nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Überhaupt nicht so wie ich es mir vorgestellt habe, aber naja. Moment, wieso hat er auf einmal von 50 auf 20 HP und dann, okay, muss ich nicht verstehen. Schädigul, ich gehe jetzt einfach mal da wieder hin sollen. Und werde speichern. Gut, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Und ich, wenn ihr die Reihenfolge im Auge behalten habt, wisst ihr, welcher Boss uns, auf uns lauert. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.